Ladies and gentlemen, welcome to the main event of the evening. Auf der linken Seite Korrektor XV und Tumlu Gaming. Und gleich, noch nicht anwesend, aber gleich erscheinend, der große Endboss Sax Mortis. Und damit herzlich willkommen. Und ich denke nur, heilige Scheiße, habe ich gerade wahrscheinlich übersteuert. Ich hoffe, das war nicht zu übel. Wie das bei mir aussehen wird. So. Falls ich zu sehr übersteuert habe, tut mir leid. Das war gerade sehr spontan. Okay, dann wollen wir jetzt mal Sachsen lassen. Also, dann let's go. Let's go. Come at me, Bro. Wir schaffen das. Also, ich schaffe das. Du haust auf Skelette drauf. Da war eins. Da ist er. Achso, wir müssen immer in die Mitte und dann wir müssen zusammen rumlaufen, damit wir der Sense ausweichen können. Alter, die Sense ist aber überhaupt nicht wenig, du. Ja, trotzdem müssen wir der Sense ausweichen können. Deswegen müssen wir immer aufeinander rumlaufen. Oder so. Das ist auch nicht ganz schlecht. Ja, aber der Sense können wir so nicht gescheit ausweichen. Für die Sense müssen wir auf einem Platz sein, ungefähr. Oh, ich hoffe, ich habe genug von dem Scheiß. Ja, warte, jetzt kommt da noch 200. Sind okay. Warte. Das war eine kurze Runde. Schon irgendwie. Ja, damit hier, der Kollege. Das reicht. Okay, das reicht, um drüber zu springen. Und einmal den Zauber zu wirken und wieder drüber zu springen. Ah, jetzt hat er mich getroffen. Autsch. Autsch. Aber Alter, jetzt mal guck mal an, wie cool wenig das ihm tut. Das macht schon gut Schaden. Das ist schon irgendwie ein Achtel oder so zumindest. Das ist ein... Oh, shit. Okay. Nein, nicht gut. Jetzt bleibt er hier. Fuck. Er spawnt die Skelette. Oh, nicht cool. Nicht cool. Ich bin verglitscht. Ich war gerade verglitscht, Cory. Ah, so ein Scheiß. Ich habe mich gerade mit der Potion in der Hand verglitscht. Du stirbst jetzt. Das ist dir bewusst nach dem Angriff. Also Sax Mortis, der ist wirklich... Den machen wir jetzt mit links, mein Freund. Den hauen wir jetzt einfach um. Noch ein Versuch und wir hauen den um. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen. Ja, jetzt machen wir so richtig mit Anlauf so gegen seine Fresse. Ich darf nur nicht im falschen Moment die Potion trinken. Wir machen den jetzt. Denk dran, just do it. Shire wollte es so. Kopf, aua! Au! I'm sorry. So beautiful. Alter! Nee, jetzt nicht mal! Alter! Weißt du, wo dieser Geile kommt? Die Zuschauer werden sich jetzt fragen, what the fuck? Oh, scheiße, Mann! Das hab ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Und es tut weh. Ich hab das nicht erwartet, als ich diesen Spruch gebracht habe. Ich habe ja mit dem Facepalm gerechnet. Und nicht mit dem Lachen des Jahres. Es ist so wie... Es ist wie sich auf den Daumen Scheiße hauen, wenn deine Freundin zuschaut. Okay, ich geb euch atmen. Oh, Scheiße. Mann. Alter. Busa. Boogie. Aber sowas von Boogie. Boogie. Oh, jetzt muss man kurz wieder Blut aus meinem Hirn raus.
Vogel. Alter. Sowas macht mich kaputt, mein Freund. Bist du bereit? Ja, Moment, Moment. Ich habe nämlich ein kleines Problem, Alter. Ich habe nämlich nur noch 180 Feueressenzen und 190 Heilessenzen. Ach, easy, wir machen das. Ja, das ist nicht mehr viel. Es ist nur noch der Boss-Fight, wir machen das. Ich muss sowieso die ganze Zeit selber drauf holen. Du musst nicht mal was machen. Okay, ich überlebe jetzt einfach mal. Ja. Just do it, los geht's. Just do it. Sag's Mortis. Du sackst, Alter, aber so richtig. Sucker. Und komm, du musst immer mit mir zusammen rumlaufen, damit wir der scheiß Sensor ausweichen können. Also... Schön, wenn du sie alle aufnimmst, also... Oh, fuck! Also, Eleganz, mein... Oh, Alter! So viel zu dem vorherigen Thema, von wegen... Just do it. Wir schaffen das nicht links. Oh, der ist schon tot. What the fuck? Egal, du spawnst vor mir. Alter. What mein the Herz. Fuck? Nee, also ich verstehe jetzt mein Herz, tut's nicht mehr. Ja, mein Kopf war nimmer. Aber weißt du, was mir jetzt oh so, so... Mir ist gerade was klar geworden, Cory. Ich höre mich an wie Moneyboy. Alter, diese mein Herz tut's. Nein, das darf ich nicht sagen. Hör auf mit dem Scheiß. Fun Fact. Das wissen viele nicht, aber Moneyboy hat ein Diplom. Der Typ ist gar nicht so dumm, wie er tut. Beziehungsweise er tut halt wirklich nur so. Gut, dass man ein Diplom hat, das muss nicht heißen, dass man was im Kopf hat, aber... Just. Das heißt, er hat zumindest eine gewisse Grundintelligenz. Er hat mehr Intelligenz, als er durch seinen Rap vermittelt. Der Typ hat einfach er nur hat mehr Intelligenz Chance... als der Großteil seiner Zuhörer. Das würde ich gar nicht mal sagen. Ich glaube, die meisten, die ihm zuhören, die... Also, er macht das Ganze... Das ist ja eine Parodie im Endeffekt. Er meint es ja nicht ernst. Ich glaube, muss leider den Leuten viel zu oft ernst gehen. Ja gut, mir geht's halt, also die meisten Leute, die ich kenne, die irgendwie Moneyboy hören, nehmen es nicht ernst, von daher. Aber naja. Aber ich frage mich immer noch, wie wir jetzt hier effektiv gegen Alter. Diese Horden von Skeletten ankommen sollen. Alter! Das hat doch vorhin auch geklappt. Fakt ist. Jetzt kommt schon. Wir müssen dann noch irgendwie. Die halten sich nicht so viel aus. Oh fuck. Cory, ich bin so gut wie tot. Ich bin tot. Alter, das kann doch nicht sein, dass hier die ganze... Bleib am Leben, Cory. Du kannst zwar leider nichts ausrichten, aber bleib am Leben. Bleib am Leben. Bin schon tot. Verrecke elendig, du Bastard. Oh, wie elegant, mein Freund, wie elegant. Ich muss laufen. Ich laufe ungern. Ich bin nicht so, der fitte Mensch. Wir haben jetzt extra nochmal gelevelt, aber wir sind immer noch so extrem unterlevelt. Das kann doch nicht sein. Cory. Unsere Rüstung ist im Arsch. Daran liegt's. Ups. Ich seh's gerade, 0%. Ich könnte theoretisch nackt herumlaufen. Ich bin bei 22%. Ich hab 0%. Wunderschön siehst du aus. Ja. Wunderschöne Statur. Ja, ja. Vor allem hier, ne? Dieses, guck mal her. Vor allem dieses... Pure Manneskraft. Dieses elegante Würmchen. Ah, ja, ich werde in Steam. Was? Ich bin online. Nicht gut. Egal. Ich muss mich kurz auf offline stellen. Das sieht so lächerlich aus, wenn ich immer so nackig dastehe. Jemand, mit dem ich seit Ewigkeiten nicht geschrieben hat, er schreibt mich nicht an. Nein, er will mir zuschauen über Steam. What the egal, los geht's. Geronimo! Und bitte lauf genau mit mir zusammen rum. Diese Taktik wurde mehrfach empfohlen. Zumindest solange er die Sense wirft. Wir müssen genau gemeinsam rumrennen. Mhm. Okay, dann. Jetzt, lauf! Und jetzt wieder vor. Okay, das ging schnell. Das ist gut. Oh, was kommt jetzt? Der Nucky-Kämpfer. Jetzt kommt der hier. Ich hab so das leise Gefühl, wir müssen beide Licht sauber machen, weil sonst wird das nichts. Das gegen geht. Den. Ich habe zwar gelesen von vielen Leuten, dass es selbst mit drei Lichtmagiern schwer ist, aber scheiß drauf. Packen es auch mit einem. Ein fucking Lichtmagier reicht. Ah, oh, shit. Sense! Haha. Wait, was kommt jetzt? Oh, der Move. Dem ich nie ausweichen konnte vernünftig. Oh fuck, das war falsch. Wie kann man den überhaupt ausweichen? Du kannst ausweichen, du musst es nur richtig timen. Es ist nicht einfach.
Erstmal Pots trinken. Jetzt können wir wieder Hits drücken. Wenn ich nicht zu blöd dazu bin, zumindest. Ich spüre die Macht des Nucky-Kämpfers. Du musst ihn auch anvisieren, mein Freund. Wow, das hat es ernsthaft. Stimmt, wenn du gehittet wirst. Ich bin gerade. Lass mich! Aber elegant, mein Freund, elegant. Schweig still! Komm schon! Hau ab, du Sau! Hier, brenne! Das kriegt er natürlich nicht. Den Move kannst du öfters machen, Freundchen. Ja, das wäre sehr, sehr cool. Da können wir nämlich gut Schaden drücken bei. Na, jetzt fliegt er wieder. Er flieht! Er flieht, er flieht die Sau! Er hat Gandalfs Rat befolgt. Flieht, ihr Narren! Oh, fuck. Cory, heil dich bitte. Mhm. Und lass dich nicht von ihm hitten. So? Das funktioniert gut, wir haben ihm schon fast halbes Leben abgezogen, Cory. Sieht so aus, als könnten wir Erfolg haben. Ja, es und ist darauf, warum habe ich. Cory, warum habe ich das gesagt? Was habe ich getan? Nein! He did it! Was habe ich getan? He said it! No! Oh, jetzt spawnt er. Jetzt spawnt er. Das muss doch irgendwie abbrechbar sein. Weil das ist viel zu pervers. Nö, die halten nicht viel aus. Das sind die Standardgegner, die Two-Hit sind. Pass nur auf, lass dich nicht zu sehr hitten. Ja, ja, ich sag sie einfacher als getan, muss ich ehrlich sein. Ich laufe ja hier nur so Nucky da rum, ne? Mhm. Pass auf! And I'm dead. Shit. Und ich kann nicht mehr ausweichen. Oh, versucht zu überleben. Ja, ich lebe noch. Versucht zu überleben. Es geht. Ich laufe, mein Freund. Ich schwing mein Ding zu dir. Ich lebe noch. Bitte bleib das auch. Ich hab nichts zum Heilen. Das ist das Problem. Ah, scheiße. Aber ich sollte am Leben bleiben können eigentlich. Gut, er lootet wenigstens. Moment. Er lootet, das heißt, es geht ihm so halbwegs gut. Ja, ich loote. Looten und leveln, mein Freund. Looten und leveln. Ich sehe das ja, wenn du Geld lootest. Ja. So. Here I am again. Dann hau mal drauf, mein Freund. Schwing deinen Knüppel in sein Gesicht, bitte. Du bist aber Route. So. So, jetzt kommt wieder der. Was kommt jetzt? Welcher Move? Da kommt schon. Ich spawn da kein Skelett, das ist der nervigste Move. Nein, es kommt die Sense. Warum stehe ich hier plötzlich? Verdammt! Weil du hingelaufen bist, mein Freund. So ungern ich dir das auch sagen. Wie Sau. Du lagst wie Sau, wenn überhaupt hier. Ah, oh, shit. Nicht gut. Ah, ich hab's durch. Ah, ich bin verletzt. Cory. Okay, ich überlebe jetzt. Renn, du Sau. Renn so schnell du kannst. Dem die. Was macht der gerade? Er wirft die Sense nach mir. Von der anderen Seite. Oh, shit. Cory. Scheiße. Tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an, mein Freund. Bitte, bleib am Leben. Ich glaub an dich, Cory. Just do it. I will do it. Du kannst es schaffen. For you. Du kannst es schaffen, Cory. Du kannst es schaffen. Oh Gott, du schaffst es. Bitte, du schaffst es. Cory, ich will dir keinen Druck machen, aber. Nein, überhaupt nicht. Nein. Alter. Boah, hör auf mit dem Scheiß. Das ist uncool mit der Sense. Just do it. Also du, nicht der Sensenmann. Cory, ich sehe das nicht gerne, wie dein Balken runtergeht. Ich bin fast da. Du musst nur kurz durchhalten. Bitte. Ich bin auf der letzten Sprosse. Oh, Trommelwirbel bitte. Oh, ich bin da. Ja, sehr gut. I am alive. Und es geht auch langsam voran. Ich will gar nicht wissen, wie sehr ich diesen Part übersteuert habe. Sensenmann. Oh, deswegen sollten wir zusammen rumlaufen, mein Freund. Okay, ich muss mich jetzt aber heilen, sonst geht's nicht anders. Boah, Alter. Hört auf mit diesem perversen Scheiß. Wir müssen da gleich durchrennen irgendwie, weil wir auf der anderen Seite sind wahrscheinlich. Ah gut, er macht den. Nein, er macht die Sense! Nein! Das kam unerwartet, ehrlich gesagt. Jetzt bitte, bleib bloß am Leben, ich renn schon. Hab ich vor, Cory.
Oh shit. Bitte nicht versagen, bitte versagen, bitte versagen, bitte versagen, bitte versagen. Nein, er hat versagt. Er hat versagt. Ich weile mich jetzt in den Schlaf, tschüss. Er hat versagt! Der Penner hat versagt! Ich kann auch nichts dafür! Alter, wir gehen langsam die Essenzen aus, wir können das nicht mehr lange durchziehen! Er kann nicht länger! Er ist nicht länger standhaft! Hör auf, das ist ein Bebkopf! Scheiße! Der war so weit! Warum machst du so einen Blödsinn? Ich bin seit über 18 Stunden wach. Lass mich. Das ist keine Ausrede, mein Freund. Doch, ist es. Na gut, eigentlich nicht. 18 Stunden sind nicht so viel, sind gar nicht so viel. Das ist nur normal. Warum ist mein PC-Laufwerk noch auf? Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir setzen dann gleich mal einen Cut. Während ich noch ein wenig diese wunderschöne Leiter besteige. Ja. Während ich sie erklimme, auf in den Himmel. Hinab in den Tod, ne? Hi, Cory. Menschenskinders. Hi, Cory. Das war gerade so gut. Das war gerade so gut. Und kurz vorm Höhepunkt, nein. Ein Bild für die Götter. Stehst du da auch hin? Alter! Die Haut auf die Knochen blamiert hier, Mann! Das geht unter die Haut! Ich finde, man sollte sich hinsetzen können. Sollte ja, hier. Warte, genau! Das sieht so scheiße aus! Setz dich auf die andere Seite, Cory! Los, tu es! Mach die Lampe doch weg! Mach die Lampe doch weg! Hier! Oh, große Kristallkugel! Wir tanzen große um Kristallkugel! Wir tanzen um setz dich wieder hin! Setz dich wieder hin! Tut mir leid, ich war gerade nach Platz, Cory! Oh, große Kristallkugel! Halt die Klappe! Oh, große Kristallkugel! Werden wir es schaffen, den Sux Mortis zu besiegen? Bevor er uns sagt. Genau, werden wir es schaffen, ihm seine Lebensenergie zu entsaugen, bevor er sie uns entsaugt. Den Lebenssaft. Ja, auf mit dem Scheiß. Warte. Ah. Scheiße, ich brauche so ein, wie heißt das Ding? nicht Mischsport, Eine Eierklemme. So ein Ding, womit ich Soundeffekte einspielen kann. Das Ding ist ein Mischpult. Mischpult, genau. Ich bräuchte jetzt so eine Stimme, so eine epische Stimme mit Teil. Ja. Alle diese Fragen beantworte ich euch im nächsten Part. Schaut vorbei beim großen, beim einzigartigen, beim hunderte Male verreckenden Coractor XV. Der Mann mit dem kleinen Wurm. Seht meine Macht baumeln! Alter, es ist so kaputt, ey, was wir machen. Ich bin so weit oben gerade. Alter. Ich sterbe jetzt ein bisschen. Ich glaub's dir. Part, bevor ich von meinem Stuhl falle. Bitte Gott. Ich bin kaputt. So, ich lieg auf meinem Boden, ciao. Ciao. Das ist übrigens kein Witz. Ich gehe gerade auf meine Boden und kuschel mit dem Kissen. Das ist überraschend gemütlich, wenn man so lange wartet. Steh auf, mein Freund, wir machen den jetzt fertig. Nein, so. Ich geh schlafen. Ich brauche mein Nickerchen. Alter. Gönn mir doch mal ein bisschen. Beweg deinen Arsch. Ich hoffe, so inständig, das ist noch auf der Aufnahme. Ja, ist es. Ja. Jungs, Mädels da draußen, wir machen uns für euch kaputt. Wir verlieren unseren Verstand. Dafür ist es schon zu spät. Oh, herrlich. Scheiße. Es sind keine...
deine Freudentränen, mein Freund. Ja. Oh, Hilfe. Leute, wenn ihr demnächst die Tatütatas hört, dann sind zwei Bier da. Ich weiß doch nicht, ob die Männer in den weißen Kitteln kommen. Oder die mich operieren müssen oder ähnliches. Ich weiß es auch nicht. Aber kommen ganz besondere Leute zu dir. Sie haben eine Hab-mich-lieb-Jacke bei sich. Hab ich mit mir selber kuscheln. Dann muss ich nicht mit den Küssen hier kuscheln. So, aber jetzt, bitte Gott, Leute, ist da draußen. Ich bin gerade aus klar. Ich sollte echt mal wieder putzen. Das ist eine andere Perspektive von dir. Ich muss mal wieder putzen. Alter. Das kommt hier in die besten Momente von Let's Play. Ehrlich, ich muss dieses Video downloaden, aber sowas von. Das ist ganze Aufnahme. Ich bin das Beste auf Mark. Das ist so gut. Aber sowas von. Beste Überlege ever. Oh, was? Holy fucking shit, ich bin nicht. Ich muss aufhören, mein Zwergfell tötet mich gerade. Alles eine Frage der Perspektive, Cory. Alles eine Frage der Perspektive. Und der Einstellung. Denk dran, just do it. Ja, okay. Ich töte dein Zwergfell. Bevor es dich töten kann. Du bist ein starker Mann, Cory. Ey, hör auf, sonst glaube ich die Leute noch, wir haben komplett was genommen. Du wirst siegen, Cory. Du kannst es schaffen. Leute, das ist ein schwer. Das passiert, wenn Leute ein schweres Maß an Überwindung haben. So, da ist es heute noch gar nicht mehr so heiß. Oh, fuck. Ja, herrlich. Ich glaube, mein Lachgetriebe ist kaputt. Nein, noch nicht. Hör auf, bitte. Ich kann nicht aufhören. Oh. Ja, auch nicht! Ey, rette mich! Ey, wer hat das Lachgas hier auf mir? Oh Gott. Okay. Cory, tief durchatmen. Ja. Wusa, was auch immer. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Transatlantisches Handelsabkommen, jetzt ist wieder die Meinung im Arsch. Oh, scheiße. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie leise dieser Part ist. Ich weiß gar nicht, wie laut man mich gerade hört, ob man mich überhaupt hört. Wahrscheinlich bin ich viel zu leise gewesen die ganze Zeit. Wenn ich dich verstehe, versteht man dich auch in der Aufnahme. Das reicht schon. Ich bin toll, Leute. Aber sowas von. Bitte Gott. Auf Wiedersehen. Und Cory, denk immer dran, es ist nur eine Fleischwunde. Eine tiefe seelische Fleischwunde. Ich wollte damit übrigens auf den schwarzen Ritter anspielen. Oder an Ahmed, der Terrorist. Ja. Silence! I kill you! Ja, ja. Ach ja, tschüss, Leute. Ja, wir haben uns schon mehr als verabschiedet. Ich sitze wieder auf meinem Stuhl, ich kann die Aufnahme wenden, also lass mich. Auf Wiedersehen, wir sehen uns beim nächsten Mal, ciao. Ja.